Ein neuer Tag bricht an. Intime Gespräche beim ausgedehnten Frühstück. Spoiler, auch bei Josie und Ronny scheint nicht alles eitel Sonnenschein zu sein. Mit dir habe ich irgendwie das Gefühl, als kann alles schnell gehen. Ich finde ja nicht, dass das zu schnell, aber das ist gut, dass du das da mal sagst, sonst bin ich immer der, der... Warst du eigentlich mal verlobt, Schatz? Einmal. Ich darf dir aber nicht sagen, was ich da für einen Antrag gemacht habe. Das ist ein Geheimnis, das kann ich dir morgens erst erzählen. Das ist ein Geheimnis? Mhm. War der besser als meiner? Ja, war anders. Aber du hättest höchstwahrscheinlich den ich da gemacht habe, noch einen Tick besser gefunden. Echt? Mhm. Nein, ich habe... Die hatte zwei Kinder und die hatte ein bisschen Zweifel auch. Dann habe ich mir überlegt, wir machen mal eine Übernachtung in Hamburg, in einem schönen Hotel. Und waren dann in König der Löwen. Deswegen, oh Gott, Schatz! Das ist ja unser Date. Wer ist dein Lieblingsmusical? König der Löwen. Nein, meins auch. Ja, jetzt weißt du, warum ich das meine, weil das so unser Musical. Hätte doch ich sagen können. Kannst du das jetzt verkraften? Ja. Aber wir suchen uns ein neues Lieblingsmusical. Ich sag Ronny ja immer, dass ich nicht eifersüchtig bin, aber er soll schon wissen, dass ich trotzdem auch eifersüchtig bin. Also ich habe alles im Auge. Aber da, jetzt merkst du, ich bin super ehrlich. Das ist doch eigentlich eine gute Eigenschaft. Ja, ich find's auch gut, das zu wissen. Stell dir mal vor, wir wären ein König der Löwen gewesen und ich hätte das nicht gewusst. Ehrlichkeit ist die Grundlage einer Beziehung, aber sie wurde Josie leider oft zum Verhängnis. Mein größtes Problem, einen Partner zu finden, sind, glaube ich, Vorurteile. Das liegt insbesondere daran, dass ich trans bin. Es auszusprechen und zu mir zu stehen, ist halt schon ein Punkt, wo, glaube ich, vielen der Mut zu fehlt. Ich hatte so Panik vor der Situation, wenn es in eine Verlobung geht, dass ich dem Mann noch alles von mir erzählen muss. Ich rechne ja mit dem, was ich halt kenne, dass ich nicht genug bin. Doch bei der Verlobung spürte Josie, dass es mit Ronny anders sein könnte. Ich glaube auch, du könntest mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ihr Gefühl hat sich bestätigt. Ronny sieht sie als seine Mrs. Wright. Ich bin auch so froh, dass du das alles so akzeptierst, halt, wie es ist und mich trotzdem so wahrnimmst, wie ich bin. Jetzt ging alles wie ein Märchen aus. Also ich kann es immer noch nicht fassen. Ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, so zwischen den Zeilen, dass du damals sehr unglücklich warst. Und sehr. Das Entscheidende ist ja, dass man glücklich ist und in dem, wie man ist. Sie hat sich damit schon als Kind auseinandergesetzt und hat damit schon früh angefangen. Und eigentlich merkt man das gar kein Stück. Und für mich ist das kein Problem. Und für mich war es auch gut, dass sie da offen gegenüber ist und dass ich hier jederzeit auch Fragen dazu stellen kann. Zum Beispiel, wenn du mir das nicht erzählt hättest, hätte ich das erstens nie gewusst. Und jetzt, wo ich das weiß... Streng genommen habe ich es dir auch nicht erzählt. Und jetzt, wo ich es weiß, ändert sich das auch nicht. Also ich hätte es dir natürlich auch lieber selbst erzählt, aber trotzdem so, das ist so... Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich halt jemanden wie dich kennenlerne, weißt du, der mich einfach so akzeptiert. Ich lerne dich ja so kennen, wie du jetzt bist. Und nicht, wie du als Kind warst, als Jugendlicher, als Baby oder was. Für mich ist das nur eine Hülle. Ronny geht mit der Situation super um. Er akzeptiert mich als Frau genauso, wie ich bin. Also, ja, er ist wirklich der perfekte Mann. Du machst mir alles sehr leicht. Sie ist eine Frau und sie ist für mich auch eine Frau zu 100%. Und das ist für mich das Entscheidende. Du bist es. Ich bin es. Du bist es. Warum bist du so toll? Weil ich so bin, wie ich bin. Vielleicht ist das die Offenheit, die man heute nicht mehr so oft trifft. Die Aufmerksamkeit. Eigentlich die normalsten Dinge der Welt. Danke. Mein Schatz.